verfügt bereits über eine Fernkaufmannschule. Davon kann man nie zu wenig haben. Davon haben sie noch was? Das haben sie selber. Das haben sie nicht. Oh, Wein. Das auch. So. Sonst haben sie alles. Wo bekomme ich Matrosen her? Aufträge und Infos. Infos. Arbeiter und Bürger, Wohlstand, Wirtschaftssystem, Handelsrouten. Wohlstand, Arbeiter. Nee. Chronik? Nein. Optionen? Keine Hilfe? Gut, dann keine Hilfe. Das ist ärgerlich. Bauauftrag. Eine Schaluppe. Au! Hier sind 170 Matrosen. Ne, zulässige Anzahl an Matrosen. Ah, hier kann ich reparieren. Oh, wo kann ich die Matrosen anheuern? Mist. Tritt ein, mein Sohn. Frömmigkeit der Kirche, dein Glaube. Padre nostro, che sei nei cieli, santificato sia il nome tuo, venga il regno tuo, sia fatta la volontà tua, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, siccome noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Perciò che a te appartengono il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Okay, einmal gebetet. Spenden. Forderung, Belohnung. Großes Fest. Wohnhaus. Okay, der ist fertig, aber ich weiß immer noch nicht, wo man Matrosen engagiert. Logbuch. Aufstieg, Bilanz, Diagramme. Das sieht gut aus. Vor allem, weil es die Vermögenskurve ist. Konvois und Städte. Aufschwung. Beliebtheit. In Venedig gerade mal 30%. Okay, liegt vielleicht auch daran, weil, naja. Hier. Hafenmeisterei. Ich würde gerne. Hat sich etwa jemand unsittlich verhalten? Aha. Nein. Aufrüsten. Ah! Hier, 60 Arbeitskräfte stehen in der Stadt bereit, aber keiner bietet euch seine Dienste an. Ja, dann kaufe ich 56 Pistolen und ein Säbel.
brauche 140 Matrosen. Und wie bekomme ich mehr Arbeitskräfte? Große Werft, Lager, Schule. Zuwanderungsbonus, Wohlstand in der Stadt. 100% Beliebtheit aktuell, nicht wirklich hoch. Produktion, Wohnhaus. Ist derzeit noch im Bau. Kann ich gar nicht machen. Glashütte. Naja, kann ich ganz schön viel in Auftrag geben. Cool. Ja, dann fahr mal darüber. So, wo ist unser Schiffchen? Da ist unser Schiffchen, in Athen. Der kann jetzt mal griechischen Wein wieder kaufen. Griechischer Wein. Bla 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 und so, ne? Kennt ihr jetzt Spielchen. Da ist Hanf. Da sind Früchte. Was haben wir noch? Färbemittel. Nimm. 17.000. Ah, alles klar. Erstmal weiter nach Thessaloniki. Thessaloniki. Was ist das denn? Ui, guck mal. Eine Moschee. Dies ist eine Moschee. Der Mittelpunkt der islamischen Gemeinschaft in diesem Gebiet. Jeden Tag versammeln sich hier hunderte Gläubige, um zu beten oder einfach nur, um sich auszutauschen. Da gerade die Gebetszeiten sind, sind, wirst du vom ortsansässigen Imam zu einer Führung eingeladen. Er zeigt dir die Gebetsräume und erklärt die Hintergründe zu den vielen Tafeln und Schriftzügen, die den Raum dekorieren. Er erzählt dir vom Koran und vom Propheten Mohammed. Du lernst viel dazu und bedankst dich herzlich für die Zeit, die sich der Imam für dich genommen hat. Das sind so nette kleine Gadgets, die das Spiel eigentlich richtig gut machen. Die Frage ist halt nur, ist es gut zum Zuschauen? Und genau hier seid jetzt ihr gefragt, denn ich mache an dieser Stelle einfach mal eine kleine Pause. Ich speichere das Ganze und mache einen neuen Spielstand. Das ist jetzt der Boom Power to Reichtum. Na, so Boom Power to Reichtum. Perfekt. Und ja, das war die erste Aufnahmesession. Wo war ein bisschen lang, ist der Vorproduktion geschuldet. Wie gefällt euch das Projekt? Schreibt mir sehr gerne auch alles Mögliche rein in die Kommentare, von Tipps, Tricks, alle möglichen, sehr gerne gesehen und so. Und ja. Vielen Dank fürs Zugucken. Schaut sehr gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower und herzlich willkommen zurück zu Rise of Venice. Ja, ich mach mal ganz, ganz kurz Pause. So, denn was ist passiert? Gar nichts ist passiert für euch. Keine Angst, ihr müsst keinen Projektabbruch befürchten. Doch bei mir, ich sag's mal so, es sind 3 Wochen vergangen. Für euch ein Tag, beziehungsweise ein Cut, für mich 3 Wochen. Und entsprechend ist viel passiert. City Skylines wurde beendet. Dieses Projekt wurde von euch sehr gut angenommen. Da auf jeden Fall mal vielen Dank. Ich hoffe, dass ich es auch einigermaßen spannend halten kann, denn ja, der Handel ist jetzt nicht so abwechslungsreich, möchte ich jetzt mal sagen. Aber kann auf jeden Fall ganz lustig werden. Insbesondere, weil ja doch noch einiges in den Spiel kommt. Und ja, ansonsten muss ich mich natürlich erstmal wieder reinfinden. Denn hier zum Beispiel war ja was. Und hier ist Holz. Stimmt, Moment, da war ja wieder was mit der Kaufweise, ne? Da muss ich ja wieder aufpassen. So, dann kaufe ich das denen mal ab. Erstmal wieder ganz ruhig reinfinden. Hier ist auch noch ein bisschen Honig. Nicht viel, aber hey, immer ein bisschen. Und jetzt habe ich kein Geld mehr.
Warum habe ich eigentlich kein Geld mehr? Was hat der Vergangenheit, was hat mein Vergangenheits-Ich da bitte angestellt für eine Scheiße? Das geht ja mal gar nicht. So, wo ist überhaupt mein zweiter Konvoi? Mein zweiter ist gerade in Thessaloniki. Okay, alles klar, dann gehen wir mal hier wieder. Achte auf Ragusa. Wie? Achte auf Ragusa. Aufschwung. Stopp. Pause. Ah ja, ist gerade auf Pause. Sehr gut. Was bedeutet das? Niedriger Wohlstand auf Ragusa? Ja. Hallo? Hallo? Doppelklick. Rechtsklick. Mist. Was ist da los? Stopp. Pause. P. Wie ging das nochmal? Da mache ich halt einfach die Spielgeschwindigkeit langsamer. Das war auf 0. So, was ist jetzt da los? Hier ist ein Aufschwung. Ja, was bedeutet das eigentlich für mich? Hier, Stadtinfo. Aufschwung. Die Leute sind nicht unbedingt reich. Bedeutet das. Ui, cool, wir können Backwaren inzwischen kaufen. Und Kleidung. Beziehungsweise halt, die produzieren das. Ob wir das überhaupt kaufen können, ist wieder die andere Geschichte. Aber, okay. Das heißt, am besten wäre... Auftrag erteilen, dafür haben wir nicht genug Geld. Das ist okay. Ein Spital wäre auch nicht schlecht. Ein Kontor, Produktion, da haben wir auch einiges. Ein Wohnhaus wäre nicht schlecht. Aber es hieß ja gerade... Moment, wo ist mein Berater? Optionen. Wo ist mein Berater? Nein, da nicht. Wir gucken uns noch ein wenig um. Logbuch, Aufträge und Informationen. Infos. Nein, das hilft uns auch nicht weiter. Wo ist mein Berater wieder? Vor allem muss ich ja immer noch einen Spion nach Konstantinopel bringen. Und das große Problem ist, dass ich diesen Spion ja leider nicht holen kann. Solange ich nicht genug Matrosen habe. Ah, guck mal, hier unten. Tipps. Eines deiner Lager ist überfüllt. Das habe ich bereits gesehen. Hier kannst du dir Notizen speichern. Ach, hier kann ich dann zum Beispiel eintragen, Aufschwung in Ragusa. Okay. Welcher ist gerade angekommen? Ah ja, der in Thessaloniki. Okay. Also heißt es mal wieder. Holz. Ach ja, ich kann gar kein Holz gerade verkaufen. Was habe ich denn eigentlich alles dabei? Gerade hier. Weizen. Weizen habe ich dabei. Weizen können sie brauchen. Zack, gib ihm. Dann habe ich noch Ton. Und Wein. Bitteschön. Dafür kann ich wieder Holz kaufen. Nein, nicht ganz so viel. Ein bisschen Öle. Baumwolle. Genau, das andere Zeug kann ich noch nicht kaufen. Stimmt. Und dann weiter nach Konstantinopel. Das zweite Schiffchen, das ist unterwegs. Ich muss aber auch irgendwie gucken, dass ich jetzt mal so ganz langsam schaue, dass ich meine stärkere Flotte, das müsste eigentlich die sein, die hier gerade in... Welche der beiden sollte das sein? Ich würde ganz gerne nochmal das Spiel pausieren. Konvois und Städte. Genau. Guck mal. Ah ja, und hier ist auch der Berater. Perfekt. Da ist es ja. Niedriger Wohlstand. Und was bedeutet das für mich? Wäre vielleicht auch ganz nett, das dazu zu schreiben. Miete. Sind einige da. Ein paar Arbeiter. Meine Beliebtheit in Venedig ist scheiße. Um mal ganz ehrlich zu sein. So. Da haben wir die Dagama. Was ist denn da so drin? Ne. Hallo. Das war nicht mein Ziel. Ah ja, hier kann man sehen. Drei Schiffe, drei Schiffe. Okay. Hier haben wir auch Matrosen drauf. Hier nicht. Hier haben wir Zustand und Zustand. Okay, das heißt... Wenn wir mal kurz nach Venedig schauen. Und da zum Beispiel mal in die Hafenmeisterei. Dann sehen wir nichts. Wir müssen da, glaube ich, mal wieder nach Venedig fahren. Und zwar am besten mit diesem Schiff hier. Mit der Renegat. Denn dieses Schiff hat ja nach unseren Statistiken hier die besten... Also die haben sogar überhaupt Matrosen. Auch... Na ja gut, okay, Kanonen haben sie beide keine. Und wie war das jetzt nochmal? Hier 40 Kanonen und 150 Matrosen. Das heißt, ich brauche überhaupt erstmal Kanonen. Bedeutet, ich muss halt erstmal, glaube ich, im Rang weiter aufsteigen, um überhaupt mal solche Schiffe irgendwie... ja...